begrüße Sie heute am Tag des offenen Denkmals hier am Rheinturm in Zons. Leider ist der Turm normalerweise nicht begehbar, aber so können wir Ihnen heute hier digital etwas über den Turm, über den mittelalterlichen Turm erläutern. Der Rheinturm hat als zweiten Namen auch Zollturm, weil die Kölner Erzbischöfe konnten hier in Zons an allen aufwärtsfahrenden Schiffen den Zoll erheben. Und dann ist etwas Besonderes hier noch, der Turm ist zurzeit rund 625 Jahre alt. Und warum wissen wir das? Da müssen wir auf den Turm schauen. In der ersten Etage sehen wir eine große Wandarkade mit zwei gotischen Nischen. Und in diesen beiden Nischen befanden sich bis 1960 rund zwei lebensgroße Steinfiguren, der heilige Petrus und der Erbauer von Zons, Friedrich von Saverden. Und unter der Nische befindet sich ein Zwei-Zeilen-Text in lateinischer Schrift und darin steht sinngemäß übersetzt: Ich, Friedrich von Saverden, Erzbischof von Köln, habe dich errichtet im Jahre 1388 des Herrn. Das Rheintor ist eine Doppeltoranlage, vorne nach Norden in der erste Teil und hier nochmal ein Doppeltor. Und wo ich hier stehe, das war früher der Arbeitsplatz, sagen wir mal in Gänsefüßen, der Torwächter. Und wenn Sie mal auf der anderen Seite sehen, seitdem wir die Figuren verschollen sind, hat die Steinmetz-Universität in Aachen freischaffend dieses Bild von der Nische hergestellt mit Petrus und Saverden. Im Mittelalter gab es auch immer feindliche Übergriffe auf die mittelalterliche Stadt Zons. Und für den Fall, dass doch feindliche Truppen mal hier in die Torburg eingedrungen sind, hatte man von oben, von den Zinnen, die Möglichkeit, Sie sehen dort die Gusslöcher, heißes Pech runterzuschütten. Und überliefert ist oben, die Turmwächter und Soldaten sollen gesagt haben, den es unten getroffen hat, der hat Pech gehabt. Da rührt unser heutiger Ausdruck, du hast Pech gehabt. Ich lade Sie jetzt ein, mit mir 5 Etagen hoch zu gehen, bis auf das Dach des Rheinturms. Wir sind jetzt hier in der ersten Etage. Hinter mir, in dem großen Raum, befand sich früher in den 60er, 70er und 80er Jahren die Altenstube der katholischen Kirche St. Martinus mit anschließendem Durchgang zum mittleren Gebäude. Hier rechts von mir befindet sich heute die große Wächterstube, benutzt von der Zonser Garnison. Herzlich willkommen bei der Zonser Garnison. Wir haben hier unser Domizil im Rheinturm gefunden. Wir sind ein Zonser Verein zur historischen Darstellung des späten Mittelalters. Wir stellen Söldner und ihre Familien dar, wie sie damals hier in Zons gelebt haben. Und wir haben mittlerweile auch eine eigene Veranstaltung seit einigen Jahren hier in Zons, den Sturm auf Zons. Den kann man sich jedes Jahr Ende Mai hier anschauen. Und wir würden uns freuen, wenn ihr mal zu Besuch kommt. Wir befinden uns hier in der zweiten Etage des Rheinturms. Hier in diesen Räumen lebten denn alte Menschen, beziehungsweise die Schwestern hatten ihre Essräume hier, Schlafzimmer und so weiter. Und die von hier aus, auf der anderen Seite rechts, war der Durchgang denn zum heutigen Zollhaus. Und da waren eben, konnten die Schwestern in jede einzelne Etage auch dort rübergehen. Im Mittelalter war es also so, im Winter konnten also auch die Soldaten und Türmer und Nachtwächter diesen Raum als Aufenthaltsraum nutzen. Und in jeder Etage gibt es einen Kamin, die Feuerstelle. Und das ist heute durchgehend in jeder Etage. Wir sind jetzt auf dem Dach des Rheinturms. Der Weg bis oben war etwas beschwerlich, aber er lohnt sich.